Hallo und herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Format stelle ich euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen-Stories vor. Heute unterhalte ich mich mit Daniel Benz, besser auch bekannt als Danny von Asphaltgold. Sein Sneaker-Imperium, was er sich aufgebaut hat, begann als kleines lokales Ladengeschäft und ist heute einer der erfolgreichsten Sneaker-Stores im Internet. Wie er den Schritt zum E-Commerce geschafft hat, wie sich das Sneaker-Business über die Jahre hinweg verändert hat, was gute Connections ausmachen, wie dieses Business überhaupt anders tickt als viele andere E-Commerce-Unternehmen, das alles erfahrt ihr heute in diesem spannenden Gespräch mit Daniel und mir. Viel Spaß! Ja, hi, ich bin Danny, Founder und Owner von Asphaltgold. Ich bin 41 Jahre, wohne nach wie vor in meiner Heimatstadt Darmstadt, wo auch die Asphaltgold-Story begonnen hat und läuft. Und freue mich heute mit dir zu quatschen, Manu. Hi. Ja, freue ich mich auch. Du hast oder besitzt oder hast gegründet einen der erfolgreichsten Sneaker-Stores Deutschlands, Europas. Wie erfolgreich bist du? Also gestartet natürlich sehr, sehr lokal. Inzwischen sind wir total international aufgestellt, sind organisch global gewachsen, glaube ich, mit viel gutem Content vor allen Dingen und guten Stories, die wir erzählt haben. Von daher inzwischen definitiv über die deutsche Grenze hinweg, glaube ich, relevant und bekannt. Und von daher würde ich davon reden, dass Asphaltgold internationale Relevanz im Sneaker-Kosmos inzwischen hat. Absolut. Ja, eine absolute Größe auf jeden Fall. Lass uns doch mal vorne beginnen. Wie kamst du dazu, einen Sneaker-Store zu machen? Das ist ja jetzt schon etliche Jahre her. Wie hat das alles angefangen? Genau, den Schlüssel umgedreht erstmalig, 1. November 2008 in einem Store hier in Darmstadt. Und also die Wurzeln liegen natürlich absolut in der Leidenschaft fürs Produkt in meinem Fall. Also Ausgangspunkt war natürlich die Leidenschaft für Sneaker. Ich bin schon sehr, sehr lange affin für Turnschuhe, vor allen Dingen durch irgendwie Sporthintergrund, früher Skateboard gefahren, lange Basketball gespielt, wo irgendwie Turnschuhe eine große Relevanz hatten. Also der Blick war stets auf den Schuhen und ich kann mich noch an viele Situation auf dem Schulhof erinnern, wo die etwas größeren Jungs halt die ersten geilen Air Max getragen haben, 91 zum Beispiel in Air Max 180, war ich total geflasht und damals 299 D-Mark, kam natürlich für meine Eltern irgendwie nicht in Frage für einen 11-jährigen Bub, aber war natürlich was, wo ich immer von geträumt habe und so kommt man ja dann irgendwann in dieses Sammlerding, dass man sich Dinge vielleicht ermöglicht, die früher als Kind, von denen man geträumt hat. Von daher kam so im etwas höheren Teenageralter dann wirklich so diese Sammelleidenschaft auf, die mich auch komplett durch das Studium dann begleitet hat. Und irgendwann kam eBay auf, was natürlich eine riesen Plattform war, wo man sich auch viele Schuhe aus den Staaten und Co. besorgt hat. Und während dem Studium, ich habe Sportwissenschaften studiert in Darmstadt und ein Diplom gemacht in Mainz, habe ich auch während diesem Studium so einen kleinen Businessplan geschrieben für einen Sneaker-Store, hat mich einfach interessiert so als Konzept und habe festgestellt, wenn ich ein relativ kleines Ladenlokal eröffnen würde, würde es mir theoretisch lang, wenn ich 2,5 Paar Schuhe am Tag verkaufe und könnte damit mich irgendwo alleine über Wasser halten. Und habe dann auch während dem Studium noch ein Praktikum gemacht bei Nike, die in Deutschland, Schweiz, Österreich sitzt hier in Frankfurt hatten. Mittlerweile sind sie umgezogen nach Holland mit dem europäischen Headquarter und eine kleine Delegation sitzt noch in Berlin, aber war dadurch in Frankfurt ganz gut direkt mit den Kollegen von Nike im Austausch, habe ein bisschen von dieser Welt geschnuppert und habe dann noch länger als Werkstudent da gearbeitet und dann praktisch während dem Schreiben der Diplomarbeit mehr oder weniger mich dazu entschlossen, ich besetze die Nische hier im Südhessen. Es gab noch nichts in dem Sinne, wie ich es mir vorgestellt habe. Habe gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und habe einen kleinen Laden gestartet, habe mir 5.000 Euro von meiner Schwester geliehen und habe dann hier gestartet und habe gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, so vom Finanziellen her, ist es, dass ich roundabout damals war es, glaube ich, ein 5er Gold gegen die Wand gefahren hätte. Und es ist zum Glück nicht passiert, der rollt noch, der Golf. Und von daher, glaube ich, war es ganz gutes Timing und natürlich die Leidenschaft, die einen ja oftmals dann antreibt, auch einfach Vollgas zu geben. Also die ersten
Jahre war natürlich absolut 24/7, wirklich von Montag bis Sonntag im Laden gestanden und zwischen den Kunden irgendwie das Elster-Formular ausgefüllt und ein bisschen Inventur gemacht und dann die ersten 2-3 Pakete am Tag natürlich verschickt. Und ja, so ging das los. Und 2011, genau, kam dann der erste Kollege, der erste Student, der mir am Wochenende ausgeholfen hat, der Phil, der heute immer noch an Bord ist. Krass, okay. Also wirklich so aus der Idee heraus, hey, es wäre doch eigentlich ganz nice, so einen Laden zu haben. Das hast du dir wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, dass das dann mal dein Fulltime-Job wäre, oder? Das klingt so nach dem, ja, das mache ich mal so nebenher, weil ich ein bisschen Ahnung habe und mal gucken, wie es läuft. Ja, also ich würde mir unterstellen, mehr als ein bisschen Ahnung zu haben. Und Ja, aber zu der Zeit, als du das gestartet hast, da war ja die Sneaker-Welt auch noch eine ganz andere, oder? Also ich meine, das war... Genau, war völlig eine andere und war viel nischiger. Also es war viel mehr ein Laden von einem Nerd für Nerds, sage ich mal. Erzähle ich super oft die Story. Da kam am Anfang oftmals Pärchen rein, wo der Freund total irgendwie auf Air Max gestanden hat, die Air Max aus dem Regal genommen hat und die Freundin gesagt hat, oh, was willst du mit diesen super globigen Turnschuhen, greif doch mal hier zu so einem flachen, keine Ahnung, zum Beispiel Mexiko 66 von Essex. Und es hat keine 2 Jahre gedauert, stand genau diese Freundin im Laden, hat ihren eigenen 5. Air Max für sich selbst gekauft. Also es war auch irgendwo gutes Timing, glaube ich, mit dabei, dass einfach diese Sneaker-Welle und Sneaker-Welt halt einfach so populär wurde und irgendwann es zum guten Ton gehört hat, Turnschuhe zu sammeln, sage ich mal, was am Anfang noch eher so ein Nischending war. Ja. Von daher glaube ich schon auch gutes Timing. Aber es war natürlich von Anfang an ernst gemeint. Ich hätte niemals mir zu träumen gewünscht, dass es halt so groß wird. Das war halt nie der Plan, das muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, in diesem Businessplan habe ich so gesagt, okay, was brauche ich für mein tägliches Leben? Habe mit meiner Studentenwohnung irgendwie kalkuliert, die ich hier in Darmstadt hatte, 1,5 Zimmer. Hatte so einen alten Renault Rapid, so einen Kastenwagen, wo halt irgendwie, ich glaube, 48 Turnschuhe hinten reingepasst haben irgendwo. Und ja, mit diesen Kosten habe ich irgendwie kalkuliert und damit habe ich mich eigentlich erstmal zufriedengestellt. Also ich glaube, es war von Anfang an, das Thema Gier hat nie eine Rolle gespielt. Und oftmals, wenn mich auch Freunde, Bekannte oder auch inzwischen Kids von Bekannten fragen, die sich vielleicht selbstständig machen wollen, worauf sie achten sollen. Und das sind eigentlich immer so die 2 Themen. So, ey, zum einen, steht die Leidenschaft an Stelle Nummer 1 oder hast du Bock, irgendwie Kohle zu verdienen, dann würde ich dir vielleicht eher von abraten. Wenn du einfach Bock auf das Thema hast, aufs Produkt hast, dann ist es auf jeden Fall eine Option. Und zum Zweiten, niemals gierig werden. So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, was auch Pricing angeht, was vielleicht auch mal eigenes Produkt angeht. Also wir machen ja auch eigene Produkte inzwischen, Klamotte und Co. Und ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da irgendwie sehr, sehr customer-freundlich auch irgendwie kalkuliert und das Ganze irgendwie mit dem ersten Antrieb, Passion irgendwie betreibt und nicht, okay, das letzte kleine Prozent aus der Marge daraus zu quetschen. Ich glaube, das geht oftmals schief. Ja, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiges Thema für die Leute, die jetzt zuhören und vielleicht nicht so drin sind in der Sneaker-Welt, dass halt Turnschuhe heutzutage ein richtiges Spekulationsobjekt fast schon geworden sind, wenn man so Sammlerstücke anschaut. Also war das 2008 auch schon so extrem? Also so extrem war es sicherlich nicht, aber bist du mit dem, was ich fragen wollte, ist, bist du in diesen Laden gestartet mit der Idee, wirklich Sammlerstücke und exklusive Sammlerschuhe anzubieten für Sammler und Sammlerinnen? Weil du gesagt hast, es war eine Nische, weil Ladengeschäfte, in denen man Sneaker kaufen kann, die gab es ja 2008 in der Frankfurter Ecke in Darmstadt bestimmt auch schon. Ja. Also das ist, glaube ich, so der feine kleine Unterschied, oder? Dass du speziell da rein bist in diesen Markt. Absolut. Also es wäre natürlich überhaupt nicht in meinem Sinne gewesen, Produkte irgendwie bei mir ins Shelf zu stellen, die ich nicht selbst irgendwie als begehrlich erachte. Ja, deswegen ja auch der Name irgendwie Asphalt Gold, also irgendwie Gold, was Begehrliches, was man irgendwie im urbanen Raum trägt, deswegen Asphalt. Also es sollte natürlich von Anfang an, und das war Grundvoraussetzung von Anfang an, dass es ein Produkt sein muss und ich einen Zugriff bei den Brands habe, der mir ermöglicht, ein selektives Sortiment anzubieten. Also das stand natürlich von Anfang an ganz oben als Grundvoraussetzung und diesen Zuschlag habe ich von den Brands bekommen und oftmals ist es so, wenn man dann Nike und Adidas auf seiner Seite hat und beide einem das heiße Produkt geben, dass die anderen dann oftmals auch
sowas damals zumindest mitgezogen sind und sagen, ey, klar, wenn du das Vertrauen der zwei Großen hast, dann kriegst du auch unser Vertrauen. Zusätzlich ist es natürlich auch wichtig, dass man direkt auch bei den Brands als kompetenter Partner irgendwie halt auftritt und nicht, ey, was ist jetzt hier die Marge und was sind die Trade Terms, sondern ey, ich bin heiß auf Turnschuh und kann die Story für euch erzählen. Darauf kommt es ja an. Und ja, ob das jetzt ein Laden von Anfang an nur für Sammler war, dann müssen wir natürlich auch Sammler definieren. Ich glaube, Sammler ist oftmals jemand, der was vervollständigen will. Also irgendwie so Kinderüberraschung, das letzte Happy Hippo brauche ich noch, damit meine Sammlung komplett ist. Und so gibt es natürlich auch Sammler. So einer bin ich zum Beispiel auch nicht. Bei mir ist es eher mal so, dass ich von irgendeinem Farbweg von einem Schuh so begeistert bin, dass ich noch den gleichen Schuh zwei- oder dreimal kaufe, für schlechte Zeiten zur Seite lege. Viele Sneakerheads sagen, one for rock, one for stock. Und so bin ich zum Beispiel auch eher drauf. Von daher ist immer die Frage, was ist ein Sammler? Aber ja, um zur Frage zurückzukommen, absolut wollte ich einen Laden und ein Konzept auf die Strecke bringen, was für Turnschuhbegeisterte war, die sich interessieren für die Story dahinter. Sei es irgendwelche Stories aus dem Sportbereich mit Michael Jordan und Co. Wann hat er welchen Schuh in welcher Saison getragen? Oder halt auch später dann die Stories, die so im popkulturellen Aspekt hinterherkamen mit Kanye West etc. Das wollte ich natürlich ganz klar voranstellen, irgendwie in dem Laden nicht nur Schuhe irgendwie aus dem Lager zu holen und Größe 42 oder 43, sondern auch mit den Leuten drüber zu babbeln, was ist an dem Schuh irgendwie besonders. Und aber das Thema Reselling war damals noch in keinster Weise so populär wie heute. Also das Wort Reseller gab es damals noch nicht in dem Sinne. Ja. Klar haben manche Leute vielleicht irgendwie einen Schuh gekauft, den verkauft für was Neues oder getauscht. Das gab es schon immer. Früher gab es ja eher Foren oder Facebook-Gruppen. Heute gibt es StockX als wirklich mehr oder weniger global relevanter, offizieller Handelsplatz, wo man eins zu eins den tagesaktuellen Wert von einem Turnschuh gegenchecken kann. Das war damals noch in keinster Weise gegeben. Und deswegen, ja, dass es wirklich so zu einem Invest geworden ist, ist, glaube ich, eher eine Erscheinung so der letzten 5 bis 7 Jahre, würde ich sagen, dass es so extrem geworden ist. Ja. Nee, ich hatte auch das Gefühl, dass man zu der Zeit, wo du jetzt auch angefangen hast, einfach sich vielleicht mal einen seltenen Schuh oder einen außergewöhnlichen Schuh, einer, der vielleicht nie in Europa erschienen ist oder so, dann mal in so einem Laden gekauft hat. Wie du schon gesagt hast, manche haben vielleicht schon spekuliert und gesagt, ich kaufe mir den zweimal, einmal ziehe ich ihn an und möchte ihn wirklich tragen und den anderen stelle ich mir in den Schrank, weil ich einfach das irgendwie hübsch und schön finde. Ja. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es da nicht groß wiederverkauft wurde zu der Zeit, sondern dass es wirklich einfach nur um das coole Produkt geht, was Besonderes. Diese Individualität Suche in kommerziellen Produkten, was sich ja heute immer mehr verstärkt hat, aber das war mit Turnschuhen ja schon immer ein großes Thema. Ich möchte zwar ein Massenprodukt haben, aber dann kaufe ich mir wenigstens eins, was irgendwie limitiert ist oder was es nicht mehr gibt oder so. Genau, ja, so ist es. Und ich glaube, das ist schon einfach sehr, sehr lange der Fall, dass der Turnschuh im Outfit oftmals so das Statement-Piece war. Also ich sag mal, eine cool geschnittene Jeans gab es schon immer auch bei Zara oder einem anderen ähnlichen Konzept. Aber irgendwie der Turnschuh war halt oftmals für viele so ein Statement-Piece, wo halt irgendwie vielleicht eine Brand oder eine Story dahinter stehen sollte. Das heißt, du hast dann mit diesen 5.000 Euro Startkapital, hast du dann einfach erstmal Schuhe eingekauft oder hast du deine eigene Sammlung in Anführungszeichen in den Laden gestellt, um was zu haben? Wie war das so? Wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du da vorgegangen? Weil für 5.000 Euro, wenn man jetzt einen Sneaker-Preise kennt, da war nicht so viel damit einzurichten, oder? Also es waren zum Glück nicht nur 5.000, ich hatte selbst auch noch ein bisschen was Erspartes, aber zusätzliches Kapital habe ich nicht gebraucht. Also ich habe bis heute kein Bankengespräch geführt, was ich natürlich super finde, aber ich habe diese 5.000 Euro von meiner Schwester zusätzlich mir geliehen, die sie natürlich schon lange zurück hat. Und nee, also ich hatte selbst auch noch ein bisschen was Erspartes und wie du sagst, der größte Invest ging da in Schuhe. Ich kann mich heute noch an die ersten Ordertermine erinnern, wo ich irgendwie mit meinem Adidas-Vertreter irgendwie nach dem Ordertermin noch dreimal telefoniert habe, weil ich überlegt habe, vom Stan Smith doch 12 oder 16 Paar, noch dreimal telefoniert. Und klar, heute redet man über ganz andere Stückzahlen. Das war auf jeden Fall damals viel Kopfschmerz, wo investiert man seine Euros. Und der Großteil ging in die wenigen Schuhe. Ich bin gestartet
mit dem Sortiment von, im Lager hatte ich, glaube ich, 250 Paar und vorne im Regal hatte ich dann roundabout 20, 25 verschiedene Farbwege oder Styles gehabt. Ansonsten noch ein bisschen was ins Ladengeschäft investiert, was cool war. Ich konnte so in der 1B-Lage hier in Darmstadt ein Ladengeschäft von jemand übernehmen, den ich kannte. Der hat ja so einen kleinen Manswear-Shop gehabt, der sich vergrößert hat, also auch einen Laden, der sich gut entwickelt hat an der Stelle, was immer schön ist, wenn man in den Laden zieht, wo schon, sage ich mal, ein erfolgreiches Konzept vorher war. Wenn du dann irgendwie in ein Ladengeschäft gehst, wo so der dritte 1-Euro-Shop irgendwie dicht gemacht hat innerhalb von 2 Jahren, das hat immer so einen schlechten Geist schon mal, der über dem Laden schwebt. Schlechter Vibe. Da bin ich schon abergläubisch ein bisschen. Also von daher war das ganz cool und das Schöne war, ich konnte seinen Mietvertrag zu Ende führen. Als Untermietverhältnis konnte ich 1,5 Jahre es praktisch ausprobieren. Es war halt super geil, dass ich nicht irgendwie mich verpflichten musste in der Innenstadt mit 5 oder 10 Jahren Laufzeit, sondern wie gesagt, okay, ich probiere es 1,5 Jahre, kann im Prinzip, wie gesagt, kaum was schief gehen. Und ja, ich habe mit 2, 3 Freunden den Laden halt renoviert. Wir haben die Wände in so einer Art Betonoptik irgendwie angestrichen. Ich habe mir damals Regale bei IKEA gekauft, die sogar noch in der Mitte einmal durchgesägt, danach wieder zusammengeleimt, weil sie natürlich nicht mehr gehalten haben, aber das war besser für die Wand, weil die dann weniger tief waren, also nur die Hälfte der Tiefe hatten und dadurch kein Schlagschatten vom Licht mehr, die auf den Schuh gefallen ist. Ja. Also von daher ein bisschen gespart und Funktionalität nach vorne gesetzt und sah auf jeden Fall cool aus, hatte eine schöne Couch, habe ich da in den Laden gestellt, was zum einen schön war, weil es irgendwie so Wohnzimmeratmosphäre hatte, auf der anderen Seite da alle meine Freunde, Bekannte wussten, okay, der Daniel ist irgendwie immer in diesem Laden. Wenn mir langweilig ist, gehe ich einfach dahin und quatsch mit dem. Dadurch wurde ich auch gleichzeitig so ein bisschen noch zum Hobbypsychologen in der ersten Zeit, weil man sich keinem Gespräch und keinem Jammer etc. irgendwie entziehen konnte. War aber cool. Also dadurch war halt immer was los im Laden und wenn im Ladenbetrieb ist, zieht es natürlich auch weitere Leute rein. Das merkt man immer. Das ist das A und O, halt irgendwie ein bisschen Betrieb, guter Sound im Laden. Ja, aber ich kenne das so aus dieser Hip-Hop- und Skateboard-Ära, also aus meiner, dass man halt einfach auch mal so in die Läden ist, um zu gucken und Leute, man hat immer jemanden getroffen, man hat immer irgendwie eine nette Atmosphäre gehabt, aber das schafft ja auch eine persönliche Bindung. Also ich glaube, das ist auch was du ja heute auch per Social Media irgendwie ganz gut machst, aber so dieses, das gehört, glaube ich, so zur DNA eines guten Sneaker-Stores dazu, irgendwie diese persönliche Bindung, man kennt ja dann die Leute, die dann reinkommen, man hat einen Bezug zu diesen Personen. Total, also genau wie du sagst, das ist ja der große Unterschied zu einem anonymen Konzept jetzt von irgendwelchen Department Stores etc., dass bei uns muss es sich irgendwo familiär anfühlen, es muss auch nach wie vor, es muss irgendwie ein Mehrwert sein zum Online-Kauf, weil ansonsten gibt es doch keinen Grund mehr in die Stadt zu gehen, du kriegst jedes Produkt mehr oder weniger auch online, und da muss halt einfach dieser Wohnzimmer-Vibe und irgendwie, ey, ich habe keinen Pressure, wenn ich da reinkomme, komme ich vorbei für einen Espresso oder schwätze nochmal 10 Minuten über den nächsten anstehenden Release und verabschiede mich wieder ohne ein ungutes Gefühl. Und das ist nach wie vor auch bei uns die Marschroute. Also im Store muss es irgendwo einfach Spaß machen und einen guten Vibe versprühen. Ist dein Konzept aufgegangen mit 2,5 Sneakern pro Tag verkaufen von deinem Original-Businessplan oder wie arg bist du davon abgewichen? Ich bin jetzt ein bisschen davon abgewichen, auf der anderen Seite sind die Kosten auch gestiegen, von daher mussten wir dann irgendwann mehr verkaufen, aber ja, es hat sich tatsächlich super, super entwickelt, muss man nicht drum rumreden. Neben der Leidenschaft glaube ich auch wirklich, dass es auch gutes Timing war, das gehört auch immer mit dazu, muss man ehrlicherweise sagen, ich war früh dran, in Deutschland gab es nicht viele Konzepte in der Art bis dahin. Hikmet aus Berlin, der Gründer von Soulbox, war damals am Start gewesen. In Köln haben Alex und Olli noch ein cooles Konzept gehabt mit Good Will Out, aber ansonsten gab es jetzt gerade in Kombination mit Online gab es nicht viele. Ja? Es gab ein paar coole stationäre Händler, aber sonst gab es wirklich nicht viel. Und es hat sich super entwickelt und gerade, glaube ich, weil ich sehr früh unterwegs war, guten Content auf sozialen Medien zu spreaden. Also ich habe mich sehr früh so mit Facebook irgendwo auseinandergesetzt und mit guten Content. Ich glaube, nach wie vor ist die Wurzel des Erfolges, dass ich diese Schuhe schon Anfang 2009 angefangen habe, am Fuß draußen zu fotografieren, diese
berühmten On-Feed-Pictures. Und das war damals absolut ein Novum. Also das war sogar global ein Novum. Die meisten haben diesen Schuh genommen, haben in eine Hohlkehle gestellt, draufgedrückt und haben dann einen weißen oder einen grauen Hintergrund gehabt. Aber zu zeigen, wie kann der Schuh vielleicht draußen aussehen, mit einer guten Jeans noch, die vielleicht drauffällt oder einer Joggerpant, was auch immer. Das waren wirklich diese Bilder, wo Asphalt Gold von sich reden machen konnte und die dann wirklich auch auf Blogs gelandet sind, global gespreadet wurden. Und das war wirklich, glaube ich, das Wichtigste, dass ich guten individuellen Content geschaffen habe, der dann einfach sehr schnell sich verbreitet hat. Und dann kommt man auch mit dem Laden aus Darmstadt, was ja wirklich keine Key City ist, konnte ich auch hier von mir reden machen. Und das war aus meiner Sicht so retroperspektivisch das Wichtigste, frühzeitig super Content zu spreaden. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie hast du denn die Leute, außer die Leute, die dich kannten schon, die Local Heroes in den Laden gebracht? Also ich höre jetzt raus, du hast dann früh mit Facebook und so angefangen, aber hast du schon auch direkt Schuhe online verkauft? Wann kam das dazu? Das klingt jetzt erstmal nur, als hättest du damit irgendwie Social Media ein bisschen Werbung gemacht für den Store. Nee, also von Anfang an war es geplant, im Prinzip zwei Verkaufskanäle, einmal stationär plus online. Den Online-Shop habe ich damals mit meinen Freunden von F5, die sind hier aus Darmstadt, die haben nach wie vor eine kleine E-Commerce-Agentur. Mit denen habe ich den ersten Magento 1-Shop damals auf die Strecke gebracht. Der kam 3 Monate nach Ladenöffnung, wurde der erst fertig. Und dann hat es natürlich 1,5-2 Jahre gedauert, bis dieses Online-Business dann auch stärker geworden ist als das Stationäre. Dann ist es im Prinzip vom Monat zu Monat gewachsen. Das ist das eine, das Schöne an einem Online-Shop, dass man gar nicht irgendwie innerhalb von Öffnungszeiten dabei stehen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Monster, wenn es einmal anfängt zu rennen, muss es halt irgendwo auch füttern. Und das war wirklich so gerade 2012 eine kritische Phase, wo ich noch kein wirkliches Warenwirtschaftssystem hatte, sondern es lief alles über Magento. Ich habe irgendwie den Warenbestand in Excel gepflegt und auch die Rechnungen über Excel geschrieben. Und das ging irgendwann so nach vorne, dass ich ohne die Warenwirtschaft, die dann wenige Wochen später kam, aufgeschmissen gewesen wäre. Also wirklich, es war Tag und Nacht eigentlich nur noch irgendwie ständig Inventur machen und Rechnungen schreiben, Lieferscheine, alles manuell. Und dann kamen 2012 dann so die ersten Helferchen mit Warenwirtschaftssystem und ein Jahr später habe ich dann auch tatsächlich erstmalig den Laden vom Logistikteil getrennt, also vorher immer noch im Lager vom Laden gepackt und versendet. Und dann haben wir uns in Darmstadt-Bessung, ein Stadtteil direkt neben der Innenstadt, haben wir uns dann einen alten Supermarkt angemietet und haben da dann das Logistikzentrum in Anführungsstrichen gegründet. Aber mehr Platz und mehr genau, mehr Platz, mehr Möglichkeiten und auch mit einer kleinen Rampe, wo DHL irgendwie anfahren konnte, zwar nicht mit einem 40-Tonner, aber zumindest mit einem 7,5-Tonner. Klar, was in der Innenstadt natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Ja. Absolut, genau. Ja. Das heißt, wann, also ich höre jetzt raus, online hat den Laden dann relativ schnell überholt, was jetzt Umsatz angeht? Genau. Hat dich das überrascht oder hast du damit gerechnet? Also natürlich haben wir das, oder habe ich das provoziert, wir wollten natürlich online wachsen, dass online natürlich viel besser skalieren kann als ein kleiner Laden in Darmstadt. Das liegt irgendwo auf der Hand, auch wenn ich jetzt nicht der BWL-Fuchs Nummer 1 bin. So viel ist mir natürlich dann auch klar gewesen. Naja, das war vielleicht dein richtiger Riecher, so wie damals auch. Ja. Aber Alternative wäre ja zum Beispiel auch gewesen, zig Ladengeschäfte in anderen Städten zu eröffnen. Also das klingt jetzt schon danach, dass du das Gefühl hattest, E-Commerce ist der Weg für dich und nicht irgendwie 1000 Ladengeschäfte zu haben. Das war tatsächlich vor dem Entschluss zu starten mit Asphaltgold, war das ganz klar das Konzept, ein Ladengeschäft plus einen Online-Shop, mit dem man wachsen kann. Ja? Also ich habe mir jetzt einfach da keine KPIs irgendwie pro Jahr als Goals irgendwie vorgenommen, wie groß es wann werden muss. Aber das war natürlich das Ziel, vor allen Dingen online zu wachsen. Ist natürlich auch eine ganz andere Investitionsfrage, ob du jetzt 3-4 Ladengeschäfte irgendwie machst oder halt einen Online-Shop betreibst am Anfang oder einen kleinen Online-Shop betreibst mit Freunden mehr oder weniger. Von daher war das von Anfang an das Konzept gewesen und die Skalierung im Online-Shop ist vor allen Dingen organisch gewesen. Wie gesagt, gerade durch guten Content, den ich global gespreadet habe, war das letztendlich der Schlüssel, um hier online zu wachsen. Und auch da wieder gutes Timing, dass es halt richtig
richtig explodiert ist, diese Sneakerblase. Also gefühlt hat die ja einen enormen Zuwachs bekommen. Woran machst du das denn fest, dass die so enorm gewachsen ist? Von so einem kleinen Nischenmarkt innerhalb der großen Turnschuh-Modewelt ist es ja, also ist ja eigentlich unbeschreiblich. Sowas gibt es ja fast gar nicht anders in der Modewelt, oder? Also vielleicht bei Damenhandtaschen oder sowas in der Art, aber sonst. Genau. Ja, früher habe ich mich tatsächlich auch immer gewehrt zum Thema Mode oder Fashion, weil für mich Sneaker-Kultur halt immer gar nichts mit Mode zu tun hatte, sondern was irgendwie mit Culture, mit irgendwie Sporthintergrund und was dann irgendwie ja zwar in diese Streetwear-Welt rein ist, aber was für mich halt irgendwie keine Mode war, weil Mode hat irgendwie was mit Trends zu tun irgendwie, die halt kommen und gehen, und für mich ist nach wie vor Sneaker kein Trend, sondern ist halt was da ist, um zu bleiben, ja, und das merkt man ja auch über die letzten 15, 20 Jahre. Es gibt keine Alternative zum Turnschuh in dem Sinne. Klar, es gibt viele andere Schuhe, aber der Sneaker wird niemals abgelöst werden, weil er auch natürlich bequem ist, etc. pp. Von daher früher immer total dagegen gewehrt, gegen das Thema Fashion und Trends. Warum es dann so explodiert ist, liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass sich halt diese ganze popkulturelle Welt sich dem Thema Sneaker angenommen hat. Und ich glaube, Kanye West so als Gegenspieler zu Michael Jordan, sage ich mal, ist, glaube ich, so vielleicht ein Symbol dafür. Ja, also als sein erster Yeezy mit Nike damals noch rauskam, war halt so ein massiver Hype. Und es haben sich plötzlich halt Leute vielleicht für Turnschuhe interessiert, die es vorher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, klar gab's früher schon Run DMC, die irgendwie den Superstar groß gemacht haben von Adidas, aber da war dann auch längere Zeit nichts mehr zu hören aus der Richtung. Und glaube ich, gerade so Anfang der 2000er mit Kanye kam, glaube ich, dann wirklich so der große Hype, dass ich die ganze Musikindustrie und dann später natürlich auch Modeindustrie, Filmindustrie etc. halt auch oftmals auf dieses Schuhthema gestürzt hat. Von daher, ich glaube, dass das ein großes Thema war, dass irgendwann viele Kids halt gesagt haben, ey, ich brauche diesen Schuh. Ich habe mir auch den Podcast mit dir und dem Marc Gebauer angehört. Da war, glaube ich, ein ähnliches Thema gewesen, wie jetzt dieses Luxusuhren-Thema halt so populär und prominent wurde. Und ich glaube, da lag die Antwort in einer ähnlichen auf einem ähnlichen Hintergrund. Ja, und beides ist auch ein bisschen in der Hip-Hop-Welt zu verorten, glaube ich. Voll. Also weil Hip-Hop-Kultur halt einfach die größte Jugendbewegung der Welt geworden ist. Also auch bei uns in Deutschland ja massiv Zulauf gefunden. Und wie du schon sagst, Sneaker waren immer Teil der Kultur. Also jetzt kein offizieller Teil der Hip-Hop-Säulen, aber man hat schon drauf geachtet, wer hat welchen Schuh an. Das war schon immer wichtig. Ja. Total halt. Also im Breakdance halt sowieso. Da spielt mit Sicherheit immer Schuh eine Riesenrolle, aber selbst auch bei den Graffiti-Leuten sieht man ja auch immer wieder Schuhe mit vielen Farbspritzern und Code drauf, die dann trotzdem aber an für sich ein geiler Schuh waren halt irgendwie. Hat immer eine große Rolle gespielt. Ja. Im Zweifelsfall musst du halt auch mal schneller rennen können, wenn du dann Zug anmalst. Da ist ein guter Running-Schuh mit Sicherheit hilfreich. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast Social Media gemacht, du hast dann einen großen Online-Bereich gemacht, dann hast du ja auch das Warenwirtschaftssystem umgestellt, ein neues Lager und so weiter. Wann kamst du zu Shopify? Wann kam das dann dazu? Shopify kam jetzt erst total frisch. Also 2008, wie gesagt, mit Magento 1 gestartet, hatten wir lange, lange Zeit. Dann kam 2012 eine Warenwirtschaft dazu, von Pixi hieß es damals. Und dann haben wir umgestellt auf Magento 2. Dann haben wir einen Relaunch gehabt 2019, was wahrscheinlich bis heute mein größter Fehler war in der Historie. Wir haben uns mehr oder weniger individuelles System bauen lassen mit einer Progressive Web App als Frontend. An für sich ein cooles System, aber es war halt maximal individuell und entsprechend war die Entwicklungszeit und damit auch Kosten unendlich. Also es war wirklich sehr, sehr gefährliche Phase in Sachen Kosten, die explodiert sind. Und dann haben wir uns nochmal ruhig zusammengesetzt und gesagt, ey, worauf
kommt es an? Was sind eigentlich wirklich die speziellen Herausforderungen bei uns im E-Commerce? Und es ist tatsächlich dieses Release-Thema, ja, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ein Schuh rauskommt, den alle haben wollen, sprich Monster-Traffic-Peaks zu gewissen Zeiten, oftmals ja Mitternacht, manchmal auch morgens um 9, je nach Brand und Produkt. Und da haben wir gesagt, ey, lass uns doch einfach dieses Thema rausnehmen aus dem regulären Online-Betrieb und dann können wir mehr oder weniger einen ordinären E-Commerce-Betrieb gewährleisten auf der Plattform. Und deswegen haben wir gesagt, ey, lass uns eine Release- und Raffle-App an den Start bringen, wo wir ja diese großen Peaks über ja Registrierung, Teilnahme bei Raffles in einer App abbilden. Genau das haben wir gemacht und haben gesagt, ey, für diese zwei Anforderungen, einen super stabilen Online-Shop, der mit endlichen Kosten bezahlbar und unterhaltsam ist und gleichzeitig auch uns die Möglichkeit bietet, eine App da auf dieser Basis zu entwickeln. Damit sind wir dann bei Shopify gelandet und das Ganze jetzt ja erst seit Juli 2021. Genau, die App kam sogar vorher raus. Die App haben wir im März lanciert. Also mit App meinst du richtig Smartphone-App? Also nicht jetzt eine Plugin für Shopify oder so? Ja. Nee, eine wirkliche App, eine Mobile-App, die sowohl im Play Store als auch im Google Store, im App Store zu haben ist. Und die läuft aber auch letzten Endes ins Shopify-System bei uns rein und den Webshop mit Frontend Shopify, der kam dann im Juli. Genau, von daher sind wir noch relativ frisch dabei. Die Idee war, diese Peaks, also diesen großen Ansturm, dann wegzukriegen von der Webseite. Das war quasi die Grundidee, was Separates zu haben. Mhm. Ja, also wir haben natürlich immer wieder Produkte, wo wir sagen, ey, wir launchen das über die normale Webseite und auch da haben wir bisher super Erfahrungen gemacht, weil der Shop einfach viel stabiler ist als früher. Wir hatten einfach oftmals Bauchschmerzen gehabt, klar. Einiges standardisiert, aber das kommt in dem Sinne natürlich auch dann irgendwo entgegen, weil es halt tausendfach natürlich auch etabliert ist. Und ja, von daher sind wir sehr confident, dass wir jetzt ein sehr, sehr gutes und zukunftsweisendes Setup an den Start gebracht haben. Ja. Das ist ja eine Besonderheit der Sneaker-Welt, auch diese Drops, die dann so begehrt sind, dass man tatsächlich Raffles machen muss. Also das den Begriff, weiß nicht, die wörtliche Übersetzung wäre, glaube ich, Verlosung oder irgendwie so. Genau. Es hat ja nichts mit Glücksspiel zu tun, deswegen dieser Begriff Raffle bedeutet, man zieht quasi ein Los und wenn man das dann hat, dann wird man berechtigt, einen Schuh überhaupt erst kaufen zu dürfen. wenn man das Leuten außerhalb der Sneakerwelt erzählt, dann denken die immer, ich will doch nur einen Turnschuh kaufen. Genau, ja, absolut, genau. Da stand ich schon oftmals mit so leicht errötetem Kopf vor irgendwie Freunden und Bekannten meiner Mutter, denen ich das erklären wollte. Genau, also man verlost einen Kaufrecht, das ist eigentlich absurd, das hätte vor 20 Jahren einem niemand geglaubt, aber genauso ist es, wie du sagst und lustige Anekdote, weil du gerade sagst, Raffle hat nichts mit Glücksspiel zu tun, genauso auch unsere Meinung, aber beim Review unserer App bei Apple, was normalerweise eine Sache von wenigen Tagen ist, haben wir über Wochen lang haben wir uns E-Mails geschrieben mit Apple, um ihnen klarzumachen, dass es hier nicht um Glücksspiel geht und Spekulation, sondern darum, ein Kaufrecht für einen Turnschuh zu bekommen, weil sie halt einfach nur in unserem Wording Raffle gelesen haben und gesagt haben, okay, das funktioniert nicht. Und da war auch am Anfang unsere App erstmal nur ab 18 erhältlich. Turnschuh so heiß, erst ab 18, genau. Genau. Ja, aber da muss man höllisch aufpassen, weil klar, ich meine, Glücksspiel-Apps ist in Deutschland natürlich auch zu Recht so ein hartes Kriterium, dass da nicht Casino-Apps und so rausgebuckt werden, aber konntet ihr das Apple dann klar machen, dass man dieses Raffle nicht irgendwie bezahlen muss oder irgendwie in der Form, sondern... Exakt, und dass es nicht darum geht, irgendwie was einzusetzen und dann im Zweifelsfall über Spekulation mehr rauszuziehen. Darauf kommt es ja nicht an. Also ist ja kein Geldautomat im Prinzip vom Prinzip. Aber wenn du gerade nochmal gefragt hast, wegen diesen heißen Releases, genau, das ist auch eine Sache, die sich geändert hat in den letzten Jahren. Also anfangs waren diese heißen Produkte ja oftmals auch so wenige Drops und so kleine Stückzahlen, dass das ja bei den meisten Stores auch noch stationär stattgefunden hat und dann gab es immer diese bekannten Campouts, dass wirklich
die Sneaker-Szene sich, wenn ein Schuh samstags morgens um 9 rauskam oder um 11, je nachdem wann der Laden geöffnet hat, dass sich ja teilweise ja wirklich die Community schon mittwochs oder donnerstags getroffen hat und dann wirklich 2 bis 3 Tage vor den Läden gecampt hat, bis der Schuh dann rauskam, also sprich First Come, First Serve, da irgendwie selbst organisierte Listen geführt wurden, also es waren wirklich coole Zeiten. Klar, es war manchmal auch anstrengend, wenn man dann morgens vor den Laden kam, musste erstmal irgendwie 40 Bierflaschen irgendwie entfernen und irgendwie 300 kippen und teilweise auch dann Polizei, Actionbar etc. Das war anstrengend, aber es war auch eine coole Zeit und das wurde dann irgendwann, ja, dadurch, dass die Drops mehr wurden, die Stückzahlen wurden auch bei manchen Konzepten dann mehr, dass es dann immer mehr umgelagert wurde auf die Online-Drops. Und da gab es halt dann einfach über Jahre nach wie vor bei vielen Mitbewerbern eigentlich jedes Wochenende Ärger, weil halt diese Server nicht standhalten. Ja, und dann brechen Server ab. Da hat man oftmals ein Riesenproblem mit Bot-Attacken, dass irgendwie Reseller halt mit Bots zugreifen und dann halt irgendwie echten Turnschuh-Enthusiasten die Stückzahlen da vor der Nase wegschnappen, was natürlich absolut Worst Case ist, weil wir natürlich auch den Leuten die Schuhe verkaufen möchten, die sie selbst tragen und eine Leidenschaft dafür haben und nicht irgendwie einem Business hinterherlaufen. Also irgendwie die Trittbrettfahrer wollen wir natürlich da weitestgehend umgehen. Klar, die Bots sind deswegen vor allem auch ein Problem, vermute ich, weil man handelt sich ja eigentlich nur unzufriedene, echte Kunden ein, während andere dann einfach die Marge quasi verdoppeln und woanders verkaufen. Ja, da habt ihr ja auch nichts von. Exakt, und das ist natürlich auch ein Grund zum Beispiel für unsere App. Da kann man es einfach nochmals deutlich besser kontrollieren und das Thema Bot-Awareness hier natürlich super handeln. Klar, man ist nie davor gefeit, dass Leute sich dann irgendwie 2, 3 E-Mail-Adressen machen, aber da haben wir inzwischen auch viele Mechanismen, um irgendwie sicherzustellen, dass jeder nur maximal ein Paar bekommt. Ja, aber das ist eine Entwicklung gewesen, die man sich damals hätte nicht zu träumen gewagt, wo halt irgendwie noch gecampt wurde vor den Läden. Und so viele Jahre ist es halt gar nicht her. Nee, das stimmt. Da kann ich mich auch noch an die Bilder erinnern, was man sonst vielleicht auch nur so von Kinos kennt, wenn irgendwie der neue Star Wars Film kam oder so. Oder das iPhone oder so. Ja, genau. Das heißt, mit den Raffles, das hat sich jetzt so etabliert im Markt, dass das alles auch digital gemacht wird, aber die Leute kommen dann trotzdem noch in den Store teilweise dafür. Also habt ihr da trotzdem auch noch Drops im Store? Genau, also klar, die letzten 2 Jahre waren tricky mit Pandemie. Da haben wir natürlich oftmals diskutiert, was können wir zulassen, was geht nicht. Da haben wir es teilweise so gemacht, dass man sich über eine Woche im Laden registrieren konnte für einen Raffle und hat dann einfach Bescheid bekommen, ey, du kannst den Schuh ab sofort abholen. Die Alternative ist natürlich einfach sagen, okay, samstags morgens sind von den, ich sage jetzt einfach mal 100 Paaren, sind auch 20 im Laden verfügbar, die ersten 20 First Come, First Serve. Das kann man aktuell halt einfach nicht bringen, dass die Leute sich da vor dem Laden irgendwie Schulter an Schulter die Nase platt drücken. Von daher haben wir das oftmals jetzt über so Registrierung auch im Store gelöst. Aber das ist absolut natürlich der Wunsch für die Zukunft. Und wir sind optimistisch, dass es vielleicht im Sommer wieder deutlich, deutlich entspannter wird. Von daher auf jeden Fall wollen wir natürlich gerade unsere loyalen, lokalen Anhänger und Freunde halt irgendwie auch natürlich hier weiterhin supporten mit stationärem Verkauf, ja. Wie muss man sich das denn vorstellen mit den Drops? Also sagst du dann dem, was weiß ich, Adidas jetzt oder sowas zum Beispiel, ich brauche 100, ich brauche 200 oder sagen die den verschiedenen Anbietern, ihr kriegt nur 25 oder so? Genau. Also hast du da noch Verhandlungsmasse? Hängt es auch dann so ein bisschen vom Image und so ab oder wie läuft das? Ja, also das ist ganz klar vorgegeben. Also die Verteilung von diesen heißen Produkten übernehmen die Brands. Ja, diese Verteilung ist natürlich nicht irgendwo willkürlich, sondern man wird, denke ich, über Jahre hinweg als guter Partner, der halt einen guten Job macht, gerade im Marketingbereich, wird man natürlich belohnt, ja. Und es gibt gewisse Themen, die passen zum einen Konzept vielleicht besser und andere Konzepte vielleicht zum anderen. Und wir sind eigentlich seit 2008 schon sehr, sehr bekannt für das ganze Thema Retro-Running zum Beispiel, unter anderem, wo wir dann vielleicht eher mal gepickt werden als ein Store, die da größere Stückzahlen bekommen. Und dann gibt es vielleicht andere Dinge, wo jemand anders mal die Nase vorne hat. Aber letzten Endes bekommt man schon vorgegeben, wie viel Stückzahlen man von heißen Drops bekommt. Und können wir uns in den letzten Jahren nicht beschweren, sage ich mal.
Und der Laie würde jetzt wieder sagen, warum machen die denn nicht einfach mehr von diesen Schuhen, wenn die so begehrt sind? Ja, genau, das ist mit Sicherheit das Thema Begehrlichkeit muss aufrechterhalten werden. Entsprechend ist es natürlich eine künstliche Verknappung in ja. Anführungsstrichen. Da gibt's andere Produkte, die mehr oder weniger never out of stock sind. Dieses bekannte NOS-Produkt, keine Ahnung, schwarze Chucks, weiße Air Force in der Regel, sind Produkte, die jetzt nicht limitiert sind. Und ja, zusätzlich gibt es dann halt einfach diese Releases, die bewusst klein gehalten werden, eine Story erzählen, es nicht überall zu haben gibt. Also gleiches Prinzip wie auch ja im Uhrenbereich oder auch im Automotive-Bereich ja teilweise auch schon. Ja. Wird es denn auch kritisch gesehen in der Szene? Also ich meine, es ist ja, wie du schon gesagt hast, alle wissen eigentlich Bescheid, dass eine Firma wie Nike, Adidas und Co., die haben ja kein Ressourcenproblem, dass die das nicht finanzieren können, so eine Auflage. Oder die müssen ja auch nicht Angst haben, dass so ein Schuh, der irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Mal da produziert wird, irgendwie nicht weggehen würde. Weißt du, wie ich meine? Also wird das durchaus auch kritisch gesehen so. Aber andererseits machen ja alle mit bei diesem Spiel. Ja, genau. Ich glaube, immer nur sehr, sehr temporär kritisch gesehen. Und nämlich genau in dem Moment, wenn du halt, keine Ahnung, von der Asphalt-Raffle-App bekommst, sorry, diesmal hat es nicht geklappt, dann ist natürlich der Hals groß und es wird sich geärgert. Aber letzten Endes ist ja der Wunsch nach Individualität und nach was Besonderem eigentlich der Hauptdriver. Und diesem Wunsch könnte nicht nachgegangen werden, wenn alles in endloser Stückzahl verfügbar wäre. Von daher ist es ja, glaube ich, genau dieses Hunting, was uns allen irgendwie Freude bereitet. Von daher, ich glaube, das ganze Konzept würde nicht funktionieren, wenn alles ständig verfügbar wäre. Naja, es ist ein Spiel, was von beiden Seiten gespielt wird, ganz genau. Wenn der Schuh nicht mehr out of stock wäre, wird sich kein mehr dafür interessieren. Ja. Genauso ist es. Und klar, ich sehe auch dieses Reseller-Game als super kritisch an. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo ein Indikator, solange es so ein Reseller-Game gibt, geht es unserer Welt offensichtlich ganz gut. Ja? Also da ist definitiv eine Korrelation irgendwo da. Von daher muss man das irgendwo von beiden Seiten auch betrachten. Ja, es gibt jetzt inzwischen sogar Stores, die nur Reseller sind, oder? Genau. Also Leute, die sich nur damit selbstständig gemacht haben, wo dann 500-600 Euro Schuhe im Laden stehen. Ja. Genau, diese Consignment-Stores, da bin ich auch ein bisschen, immer noch so, habe schon nicht so ganz durchgeblickt, wer da wirklich mit Geld verdient und wer nicht. Ich denke, in global relevanten großen Cities, wo vor allen Dingen auch viel Tourismus irgendwo ist, also Paris, New York, da funktioniert sowas definitiv. Ja. Da sind einfach auch viele, die sagen, ey, in dem Moment, wenn ich da im Urlaub bin, ist mir das egal, wenn ich halt für den Schuh vielleicht 600 Euro ausgebe, den ich genauso auch bei StockX vielleicht für 450 bekommen würde. Mhm. Da funktioniert es. Aber es gibt auch viele dieser Konzepte, von denen du sprichst, die also kein offizieller Nike-Partner sind, Adidas-Partner und Co., gibt auch viele Konzepte, die inzwischen auch schon wieder die Türen abgeschlossen haben. Ja. Ja, irgendwo hört es ja auch auf, oder? Also ich meine, man kann so und so viel Rich Kids kann man abgrasen wahrscheinlich, aber ich glaube, da ist so ein Konzept, wie du es hast, dann doch durchaus nachhaltiger. Ja, vor allen Dingen die Einkaufspreise für diese Läden sind ja oftmals auch hoch. Also die kaufen dann teilweise selbst ein bei eBay oder probieren bei Asphalt und Co. irgendwie was zu bekommen. Dann ist es natürlich in der Marge auch nicht immer lohnenswert. Ja. Weil die keinen direkten Zugriff zu den Herstellern haben. Ja. Exakt. Ja. Ich würde noch mal gerne auf deine Stories zurückgehen. Du hast wirklich ein außergewöhnliches Social-Media-Konzept. Also du hast wirklich wie so eigene Formate. Ist das so ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis? Also man hat schon so rausgehört, dass diese persönliche Note dir immer wichtig war. Das hat sich wirklich auch übertragen, oder? In die Social-Media-Welt. Voll, ja. Also ich glaube, also wir machen das erstmal gerne. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ich glaube, das merkt man auch, dass es uns Spaß macht. Wir wollen irgendwie ein Teil der Community sein. Und da musst du natürlich irgendwie auch eine persönliche Note mit reinbringen, dich persönlich zeigen. Und das ist ja genau der Joker, den kleine Konzepte wie wir, denke ich, haben. Ja, also gegenüber einem Zalando oder einem About You, die natürlich für große Summen Influencer einkaufen. Das machen wir gar nicht. Ja. Also wir haben natürlich irgendwie Partner, wo wir sagen, ey, wenn das Falkgold eine Cap rausbringt, schicke ich gerne einem Blogger eine Cap von das Falkgold, weil ich weiß, er trägt gerne Caps und es kann nur förderlich sein. Aber
es ist halt immer sehr, sehr organisch bei uns gehalten. Und da sind wir letzten Endes selbst unsere größten Influencer, indem wir uns selbst vor die Kamera stellen, Kontakt mit der Community aufnehmen, sowohl kritische als auch positive Rückmeldungen da irgendwie reflektieren. Und wie du sagst, ich glaube, dass wir da einen USP geschaffen haben, gerade bei Instagram, dass wir da wöchentlich selbst irgendwie unsere drei Highlights vorstellen, dass wir alte Schuhe aus unseren privaten Sammlungen halt irgendwie am Wochenende bei einem Konzept Retro Recall irgendwie aus dem Schrank holen und sagen, ey, Adidas, Nike, die wir wirklich dann da offensiv ansprechen, ey, dieser Schuh, den habt ihr nach wie vor nicht rausgebracht, absoluter Sleeper, solltet ihr mal drüber nachdenken, stellen diesen Produkt dann der Community vor und bauen in Anführungsstrichen Druck auf oder einen Wunsch formulieren wir an Adidas, Nike und Co., dass dieser Schuh mal wieder zurückkommen sollte. Also erzählen praktisch irgendwie Stories, die vielleicht andererseits, die woanders noch nicht irgendwie zu erfahren sind, oder sind auch mit Live inzwischen unterwegs, dass wir eine Live-Game-Show zum Beispiel bei Instagram etabliert haben. Ja, also da heben wir uns, glaube ich, auch ab gegenüber vieler unserer direkten Konkurrenten, so. Absolut. Das ist so das Fachgesimpel, was die Leute früher auf deiner Couch gemacht haben, das auf Social Media gemünzt, oder? Das ist so das Erfolgsgeheimnis. Genau, das ist im Prinzip der Versuch, und gerade während der Pandemie haben wir alle auch festgestellt, wo jeder irgendwie in Jogginghose irgendwie zu Hause bei den Lockdowns saß, die haben sich halt super darüber gefreut, dass wir uns halt irgendwie mit unserer Community beschäftigt haben. Wir haben da verschiedene Challenges an den Start gebracht, zum Beispiel eine Box-Flip-Challenge, wo es irgendwie darum ging, irgendwie mit einer Hand einen vollen Schuhkarton einmal zu flippen, ohne die Schuhe dazu verlieren, und haben da einen Contest draus gemacht, eine Challenge draus gemacht und Produkte verlost, haben so geile Einsendungen bekommen, wo Leute wirklich bei sich im Haus irgendwie auf dem Skateboard die Schuhe geflippt haben, etc. Also wirklich super geil. Und ich glaube, das ist so der kleine feine Unterschied, den es oftmals macht. Ja, die Interaktion, und man merkt halt, dass du die Leidenschaft fürs Thema auch nicht verloren hast. Ich glaube, das ist halt das Allerwichtigste. Absolut. Also wenn ich irgendwann sagen würde, ey, mich interessieren oder jucken Turnschuhe nicht mehr, dann müsste ich mir Gedanken machen. Aber das Feuer brennt definitiv noch ab. Genau. Wie lange bist du schon nicht mehr im Laden, oder bist du regelmäßig noch wirklich auch im Laden, oder sind die Aufgaben einfach zu groß geworden dafür? Ja, das geht leider schon relativ lange nicht mehr. Da gab es natürlich auch eine Phase, wo ich oftmals dafür angezählt wurde von Freunden und Bekannten, wo ich dann WhatsApps bekomme, ey, du bist gar nicht mehr im Laden, was ist da los, etc. Aber ja, es geht halt einfach nicht mehr. Wir sind jetzt mit Studenten roundabout 100 Kollegen, und das funktioniert leider nicht mehr. Also ja, klar. Also wir haben im Prinzip drei große Standorte bei uns. Das ist einmal unser Warehouse, da ist Logistik, da sind die Kollegen, die Fotos machen, weil die nah am Produkt sitzen müssen. Da ist unser Customer Service, auch alles ausgestattet mit Kollegen, die sich irgendwie auskennen mit dem Produkt. Sprich, wer bei uns irgendwie anruft, der hat direkt jemanden am Rohr, der kennt den Schuh, der kennt die Community, was ich, glaube ich, auch einen riesen Mehrwert finde. Dann den Store natürlich, und dann so eine Art Strategic Headquarter, wo ich mich natürlich auch dann befinde. Und ich beschäftige mich viel natürlich irgendwo mit Brand Marketing, mit natürlich den ganzen Kollegen. Ich muss natürlich viel, will auch viel Gespräche führen mit meinen direkten Mitarbeitern, und habe natürlich auch noch Produktleidenschaft, sprich unseren Bayern gehe ich auch noch auf den Sack mit meiner Meinung. Also, das ist sehr klar. Ja, aber im Laden selbst leider Gottes weniger. Ich schaue da, wenn es irgendwie geht, zweimal die Woche relativ kurz auch vorbei und frage, wie es geht. Schaue mir den Laden an, weil das ist auch eine Sache, die meinem Herzen liegt, dass die Läden halt bei uns irgendwie schön aussehen und ein guter Vibe ist. Und das das schaue ich mir natürlich immer mal an, ist ja klar. Es gehört auch dazu, mal sich wieder blicken zu lassen, absolut, ja. Ja, und das auch nochmal, um die Frage von vorhin zu beantworten, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen, warum ich nicht alternativ zum Online-Business halt irgendwie stationär skaliert habe. Das war natürlich auch eine Sache, wenn du, keine Ahnung, jetzt in drei, vier großen Städten Läden aufmachst, hast du das natürlich auch nicht erstmal im Griff. Wie ist da der Vibe? Wie ist da die Kundenansprache? Wie sauber ist der Laden? Etc. pp. Also das sind Sachen, die ich, glaube ich, am Anfang
hätte mir gar nicht vorstellen können, so viel Kontrolle da irgendwie aus der Hand zu geben. Ja. Und ja, Online-Business hast du halt irgendwie noch relativ gut im Griff, sage ich mal. Ja. Und das war so ein bisschen der Hintergrund am Anfang zu sagen, ey, bevor wir jetzt weitere Läden auch machen, lass uns erstmal das Online-Thema so richtig auf die Strecke bringen. Ja. Mhm. Eben, weil wenn du jetzt dann die ganze Zeit zwischen Frankfurt, Köln, Dortmund oder so hin und her fahren musst, passiert ja dann auch nicht mehr viel. Ja. Genau. Wie funktioniert das? Ist es aber immer noch die CEO-Hoheit auszusuchen, welche neuen Produkte ihr dann aufnimmt? Also ist das immer noch dein Baby oder hast du da jetzt inzwischen einen riesigen Staff an ExpertInnen zusammengestellt? wir haben ein Buying-Team, die einkaufen, und ich habe natürlich meine You-Fixes mit dem Team Buying, wo ich auch mal sage, ey, da lege ich mein Veto ein, aber das kommt super selten vor, oder ich pitch auch mal eine neue Brand irgendwie, wo ich sage, da glaube ich dran, aber ich glaube, das läuft sehr, sehr gut und auf Augenhöhe, und nee, also ich den Einkauf habe ich schon auch länger aus der Hand gegeben, aber ich habe doch viel Einblick und bin da eher als Consultant, würde ich sagen, jetzt unterwegs. Ja. Das ist ja so das Typische, der Weg so vom, ich mache selber einen Laden auf und ich bin der Experte für dieses Thema. Ich wollte es nicht despektierlich sagen vorhin, dass du ein bisschen Ahnung hast, das war eher ein bisschen ironisch gemeint. und jetzt auf einmal ist man halt nur noch in Anführungszeichen CEO und muss sich eigentlich ums Unternehmen kümmern und ist nicht mehr so im Thema drin. Ist das was schmerzt, oder war das so ein Prozess, den du ganz gut verarbeitet hast? Weil das gehört ja eigentlich immer dazu zum Gründen. Ja, sehr, sehr gute Frage, und war auf jeden Fall ein Prozess. Also dieses Loslassen können ist zum einen elementar, zum anderen auch irgendwo schmerzhaft. Ich habe auch noch nach wie vor zu viele Direct Reports, also wenn wirklich ein Unternehmensberater bei uns reinkommt, der sagt, ey, Dani, du musst erstmal 4 Reports hier abgeben, das geht gar nicht. Deswegen habe ich schon auch eine Menge noch zu tun. Bin dadurch aber auch natürlich auch sehr nah nach wie vor dran. Also bei sämtlichen wichtigen Calls mit den großen Lieferanten oder Brands bin ich nach wie vor auch mit drin. Die wollen mich, glaube ich, auch oft noch sehen und hören und meine Meinung dazu wissen und natürlich auch die künftige Strategie irgendwo erfahren. Von daher, was ich nach wie vor abgebe, ist ein großer Finance-Teil. Ja. Ich bin jetzt nicht der Zahlenfuchs Nummer 1, und dafür gibt es bessere Leute, denen ich auch vertraue. Von daher, ja, ich mache, glaube ich, nach wie vor das, was ich gut kann. Und es ist so Product, People und Brand. Das sind, glaube ich, so die drei großen Dinge, die ich gut kann. Und da investiere ich nach wie vor auch viel, viel, viel Zeit für. Aber klar, ich hätte es nicht gedacht, dass 2008, wenn wir gesagt hätte, hier 50% oder 60% der Zeit geht inzwischen in One-on-One-Calls irgendwie drauf, hätte ich damals nicht geglaubt. Aber du musst 100 Leute koordinieren, genau. Ja, genau, das mache ich zum Glück nicht alleine. Aber wie gesagt, ich habe so viele fixe Termine in der Woche, allein schon mit den Staff-Picks, mit Retro-Recall, mit diesen Social-Formaten, wo ich natürlich auch nach wie vor Schuhe einschnüre, Schuhe in der Hand habe, eine Meinung habe zur Kollektion, etc. Also ich bin noch nicht raus aus diesem Ursprungsgedanke, ey, ich möchte mich mit Turnschuhen beschäftigen. Das findet immer noch statt, zum Glück. Es ist noch kein Unternehmen, wo du einfach ein Jahr weg sein könntest und es wäre das gleiche Unternehmen. Ja, das werde ich oft gefragt, weil natürlich gerade das Urlaubsthema hart gelitten hat in den letzten 40 Jahren. Wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube schon, dass mein Team super aufgestellt ist und nach wie vor einen super Job machen würde. Aber ich glaube schon, dass Asphaltgold mich auch nach wie vor braucht, um ehrlich zu sein. Das denke ich schon. Ja, wie du gesagt hast, gerade dieser persönliche Kontakt, den du über die Jahre ja auch aufgebaut hast, zu den Lieferanten, aber eben halt auch zu wichtigen Community Kunden, auch. So wichtige Community. Ja. Genau. Die Seele ist da schon noch drin, ja. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, aber den Weg, den du eingeschlagen hast, war ja auf jeden Fall der richtige mit deinem E-Commerce, und ich glaube, da sind noch einige erfolgreiche Jahre vor dir. Ja, ich bin sehr optimistisch, haben, glaube ich, viele Dinge in den letzten 2 Jahren auf die Strecke gebracht, dass wir ja sehr, sehr positiv und confident in die Zukunft schauen. Freut mich sehr. Danke fürs Gespräch. Danke dir für deine Zeit, und wir schauen einfach in ein paar Jahren nochmal vorbei fragen, wie es dir geht. Sehr, sehr gerne. Cool. Dann geht vorbei auf asphaltgold.com.
shopify.com. Da findet ihr den wunderschönen neuen Shopify-Shop und sucht euch eure Lieblingssneaker aus. Und jetzt die große Abschlussfrage natürlich, dein absoluter Lieblingsschuh. Ich glaube, es ist nach wie vor der Nike Air 180, der Air Max, der 91 kam. Das war auch einer von den Schuhen, die ich damals auf dem Schulhof bewundern konnte. Und auch wenn ich ihn aktuell nicht jeden Tag trage, ist es, glaube ich, nach wie vor der Schuh, der mir am meisten am Herzen liegt und den man auch gar nicht so oft auf der Straße sieht. Und immer wenn ich ihn sehe, gerade bei Mädels finde ich ihn so gut, freue ich mich wie Bolle. Also Air Max 180 wäre hier meine Antwort, glaube ich, ja. Sehr schön. Also dann wisst ihr jetzt, wie ihr Daniel imponieren könnt. Exakt. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. Das war's schon wieder für heute mit der Folge. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren spannenden Interview. Und wir würden uns in der Zwischenzeit sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Co. bewertet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns dort. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst eine Idee für einen Shop habt, dann schaut vorbei auf shopify.de/podcast. Dort haben wir einen exklusiven Guide für euch zusammengestellt, ein kostenloses E-Book für eure ersten Schritte für euren Shopify-Shop. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann bald auch hier mal zu Gast zum Interview mit eurer Geschäftsidee. Viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.